Ja, und damit guten Morgen, Ladies and Gentlemen, und willkommen zurück zu Forza Horizon 4. Und heute darf ich erneut ein neues Fahrzeug von Andi Motorsport präsentieren. Und diesmal, glaube ich, kann man Motorsport fast nicht mehr ausdrücken als mit dem Porsche GT3 RS. Ich dachte mir nämlich tatsächlich, ich habe schon echt von vielen Fahrzeugen was aufgebaut. Ich hatte Ferrari, ich hatte Lamborghini, ich hatte Chevrolet, ich hatte Acura, aber ich hatte noch keinen Porsche. Und das hat einfach den Grund, dass ich bisher immer so ein bisschen Angst hatte, mich an den Porsche ranzuwagen. Einfach aus der Angst, den so ein bisschen zu verschandeln. So ein bisschen das, was ihn ausmacht, kaputt zu machen. Aber ich habe mir dann gedacht, okay, mit dem GT3 RS kannst du fast nichts falsch machen. Und dann habe ich mir den mal angeguckt vor ein, zwei Monaten. Habe mir den in der Serie mal erstmal so ein bisschen genauer zumute geführt. Und ja, da ist es dann tatsächlich rausgekommen, dass ich mit dem Wagen sehr, sehr gut klargekommen bin und auch einiges am Tuning machen konnte, sodass der Wagen sich immer noch grandios fährt, er seinen Charakter nicht verloren hat, aber einfach in sich besser ist. Und das war wirklich das, was ich erreichen wollte, und das ist auch das, was ich hiermit erreicht habe. Ich darf präsentieren, der Andi Motorsport Porsche 911 GT3 RS. Wir haben 670 PS. Eine massive Leistungssteigerung, 579 Newtonmeter Drehmoment, das Ganze auf 1283 Kilogramm aus dem gleichen 4,0 Liter Sauger, den der Serien GT3 RS schon hat. Also daran wurde nichts geändert, auch nicht am Hubraum. Und ja, von 0 auf 100 sprintet der Wagen in 2,9 Sekunden. Eine Topspeed hat er von 360 km/h. Und ja, designtechnisch wollte ich im Prinzip aber nur so ein bisschen in die zwei Farbenrichtung gehen, so quasi, ja, quasi das Fahrzeug ein wenig aufsplitten, wenn man so möchte. Und habe mich eben dazu entschieden, okay, schwarz sieht immer geil aus. Und als Grundfarbe hatte ich so ein bisschen rumüberlegt, so ein Gelb war eigentlich ganz geil. Ein dunkles Rot stand zwischendurch ganz, ganz hoch im Kurs. Aber dann dachte ich mir, nee, probierst du mal was etwas anderes. Und zwar so ein bisschen in die Miami Blue Richtung gehen, und das sieht sehr geil aus, wie ich finde. Dabei bin ich dann auch geblieben. Und ja, designtechnisch ist es wieder relativ schlicht tatsächlich geworden, wie man sieht. Aber trotzdem nicht weniger schön in meinen Augen. Also mir gefällt das hier soweit sehr, sehr gut. Gerade auch der Übergang von den Streifen, den wir auf dem Dach sehen, finde ich persönlich nicht schlecht. Und ich würde sagen, ein GT3 RS hat natürlich einen geilen Klang. Das heißt, wir werden uns einfach mal reinsetzen und reinhören, wie der GT3 RS denn so klingt. Wenn das kein geiler Sound ist, weiß ich auch nicht weiter. Es handelt sich hierbei um den 911.2 GT3 RS, also den 2019er dementsprechend. Es war tatsächlich auch die Überlegung, ob ich den 911.1 nehme, also den 2016er dürfte das, glaube ich, sein. Aber ich habe mich dann doch aus dem Grund dagegen entschieden, weil ich doch eigentlich immer, sofern möglich, von den modernsten Varianten einen Aufbau machen möchte. Und eben nicht auf das alte Modell zu switchen, nur in Anführungszeichen, weil ich da einstellbare Aero habe. Klar, wäre damit performancetechnisch nochmal mehr drin gewesen, das auf jeden Fall. Aber ganz ehrlich, wer bei dem Fahrzeug hier sagt, dass das performancetechnisch nicht gut ist, der hat sowieso einen ganz verquerten Geschmack, schon mal halt, wenn ich das mal so sagen muss. Aber ja, ich würde sagen, Performance ist ein gutes Stichwort. Den 911.2 GT3 RS in der Serie sind wir schon über die Teststrecke gefahren. Das heißt, wir werden uns sofort angucken, wo denn der Unterschied liegt zum Andi-Motorsport-Fahrzeug. So, da ist er nun, der Andi-Motorsport GT3 RS 911.2, und darf auf der Teststrecke zeigen, was er denn drauf hat. Heckantrieb hat er natürlich, wie der normale GT3 RS auch. Ich möchte aber, wie gesagt, bei meinen Fahrzeugen hier an den Grundeigenschaften eigentlich nichts ändern. Und das war beim GT3 RS hier eigentlich sehr, sehr locker machbar, weil, naja, das ist einfach echt schon in der Serie eine absolute Performance-Maschine.
Und ja, das heißt, ich konnte im Prinzip auch gut Leistung reinhauen. Bis ich mir dann gedacht habe, okay, 700 PS sollten es dann vielleicht doch nicht sein. Damit kommt der nicht so hundertprozentig klar, aber ich bin quasi so ans Limit gegangen von der Leistung, die der Wagen in meinen Augen aushält. Mehr als 670 PS würde ich nicht reinballern. Und was man auf jeden Fall merkt, ist immer noch ein grandioses Kurvenverhalten. Also, ja, er kommt ein bisschen mehr mit dem Arsch, wenn man es falsch anstellt, als der normale GT3 ist, logischerweise, weil einfach viel mehr Leistung anliegt. 150 PS mehr ungefähr. Aber nichtsdestotrotz haben wir hier wirklich ein Fahrzeug, das immer noch sehr, sehr gut, sehr, sehr schnell um Kurven geht. Also hier auch mit 260 km/h durch. Und hier mit Vollspeed und das nicht mal ansatzweise, während man Gefahr läuft, rauszufliegen aus der Kurve. Also das ist soweit wirklich, wirklich gut. Und in der Zeit spiegelt sich das auch absolut wieder. Wir haben eine 1:36.452. Was bedeutet, wenn wir auf die Tabelle schauen, dann stehen wir vor, oder sagen wir gleich auf, mit einem serienmäßigen VW IDR. Und das ist auf jeden Fall eine echte Wucht, wie ich finde. Der IDR, ein absoluter Killer, was Kurven angeht. Und wie wir alle wissen, auf der Teststrecke ist Kurvenspeed, also gerade Aerodynamik, ist hier eigentlich sehr, sehr wichtig. Und da gleich auf mit einem IDR zu stehen, das ist auf jeden Fall echt ein Zeichen. Das kann man auf jeden Fall so machen. Und auch wenn wir uns den normalen GT3 RS anschauen, die Serienvariante, dann wurde diese auch um 10 Sekunden geschlagen. Ja, das kann man in meinen Augen so machen, finde ich. Da bin ich auf jeden Fall sehr, sehr stolz drauf. Ich meine, man kann vielleicht noch ein bisschen mehr rausholen. Man kann ihn vielleicht noch ein bisschen aggressiver machen, dass man dann quasi, wenn man perfekt mit ihm umgehen kann, nochmal mehr Zeit rausholen kann. Dann würde der auch in die 35er reinfahren, Entschuldigung. Aber das will ich ja tatsächlich nicht. Ich möchte ja im Prinzip, dass jeder mit diesen Fahrzeugen umgehen kann. Klar, soweit es geht, halt mit einem S2 Heckantriebwagen. Aber der GT3 RS, gerade der sollte eigentlich sehr, sehr schön zu kontrollieren sein und dabei noch eine sehr angenehme Kurvenspeed haben. Und das hat er auf jeden Fall. Und ja, der Wagen macht sehr viel Spaß zu fahren, ist super schnell. Und wir werden uns jetzt noch auf ein paar anderen Strecken anschauen. Und das ist doch mal eine Belohnung, die ich hier gerne sehen möchte, ne? Also, eine 250.000 mal eben. Für die Runde, ey, ganz ehrlich, bin ich vollkommen dabei. So. Ja, dann fahren wir noch ein bisschen. Und zwar, ja, was tun wir? Was tun wir? Fahren wir hier Lakehurst Wäldchen. So ein paar Runden vielleicht. So. Nee, hier wollte ich nicht hin. Oder war, genau, ich kann einfach Track Toys nehmen. Der ist ja ein Track Toy, der Wagen. Ja, ich wollte eben auch so ein bisschen Rennwagen-Feeling hier reinbringen. Es ist ein relativ hartes Fahrwerk. Und er sollte eben auch schon ein wenig aggressiv sein, aber eben nicht zu krass, wie ich gerade erwähnt habe. Und dass man eben halt schon sich erstmal so ein bisschen reinfinden muss in den Wagen hier, bevor man gute Zeiten setzen kann. Oder beziehungsweise sehr gute Zeiten setzen kann. Gute Zeiten kann man, glaube ich, auch so mit dem Wagen setzen. Und wie gesagt, er ist eigentlich echt relativ leicht zu kontrollieren, aber eben doch so ein wenig herausfordernd. Das war eigentlich so das, was ich erreichen wollte. So, bei nasser Fahrbahn wird es schwer, um die Steinkurve voll rumzukommen, aber vielleicht ist es möglich. Ich habe mich jetzt so nicht wegen dem Lotus getraut,
weil ich eben weiß, dass die Gyratare um die Strecke gerade hier nicht so schnell sind. So, GT2RS vor uns. Hat natürlich ein bisschen mehr Leistung, aber wiegt auch ein wenig mehr. Und da ziehen wir mal vorbei. So, und jetzt gucken wir mal, ob die Kurve voll geht oder nicht. Ich glaube, mit der richtigen Linie ist es machbar. Ja, aber wird doch eher schwierig, wird doch eher schwierig. Das ist dann doch vielleicht ein bisschen zu viel des Guten, zumindest auf nasser Fahrbahn. Im Trockenen sollte es möglich sein. Aber eben nicht hier im Herbst, jetzt bei Regen. Ein wenig lupfen muss man dann doch schon. Ja, und was man auch sagen kann, viele Heckmotoren haben ja so das Problem, wenn sie dir ausbrechen, dann ist er weg. Dann hast du eigentlich keine Chance, mit denen einzufangen, großartig. Das ist bei dem hier nicht der Fall. Den kannst du wirklich super, super easy eigentlich mit einer kleinen Bewegung wieder einfangen, falls er dir doch mal rumkommen sollte. Weil er eben sehr schnell sowohl vorne als auch hinten gut Traktion entwickelt, wo er es gerade braucht. Und ja, das finde ich ist auf jeden Fall erwähnenswürdig, nennen wir es einfach mal so. So. Ja, wie gesagt, auch in dem Wagen habe ich schon ein wenig länger gearbeitet tatsächlich, aber hatte noch im Hintergrund so ein paar andere Projekte, an denen ich gearbeitet habe. Da ist der Porsche dann leider ein wenig in Vergessenheit geraten. Nichtsdestotrotz habe ich jetzt so die letzten Tage mal die mehr oder weniger kleineren Tweaks an dem Wagen durchgeführt, sodass ich ihn jetzt gut präsentieren kann. Und ich glaube auch, ehrlich, nicht jeder wird mit diesem Wagen klarkommen. Gerade Leute, die vielleicht noch nicht so viel Forza gespielt haben. Und dementsprechend eventuell Probleme haben, generell mit Heckantriebfahrzeugen. Werden hier schon ein wenig strugglen, aber der durchschnittliche Spieler wird damit schon sehr gut klarkommen, glaube ich. Wenn man mal sich ein wenig auseinandergesetzt hat mit ihm. So, wir fahren jetzt mal das zweite Rennen mit diesem Fahrzeug. Und guck mal, was er hier so auf die Reihe bekommt. Es ist eine Strecke, wo am Anfang sehr viel Power gefragt ist und gegen Ende dann eben die Kurvenlage entscheidet. Eigentlich relativ ausgeglichen. Ja, was mir halt wichtig war, auf jeden Fall dem Wagen mehr Leistung zu geben. Ursprünglich wollte ich tatsächlich nur auf 600 PS gehen. Aber ich habe halt dann wirklich gemerkt, okay, da geht noch was, da geht noch mehr. Und ja, dann sind es eben 670 geworden. Weil, warum nicht? Auf der anderen Seite haben wir halt für die Klasse relativ geringes Drehmoment in Anführungszeichen. Gut, bei 580 Newtonmeter, beziehungsweise 579 Newtonmeter von geringem Drehmoment zu sprechen, ist natürlich auch eine Hausnummer. Für S2 ist das relativ wenig, aber ja, es ist gar nicht schlimm. Es ist wirklich, wirklich nicht schlimm. So, am GT2 erstmal innen ganz locker vorbei. Ich wollte halt im Prinzip nur so ein bisschen diese Schwäche, die der Wagen hat, ausmerzen. Eben mit der Schwäche genannt wäre die Leistung. Was halt eben doch relativ wenig ist. Er beschleunigt trotzdem sehr gut in der Serie, muss man sagen. Nur oben raus ist dann halt ein bisschen kritisch. Aber ja, das wollte ich eben so ein wenig ausmerzen. Wollte aber eben auf gar keinen Fall diese grandiose Kurvenspeed verlieren.
Und das hat in meinen Augen sehr, sehr gut funktioniert. Also gerade jetzt hier, wo die Strecke an sich trocken ist, bis auf einige wenige Stellen, merkt man doch wieder, wie gut der hier um die Kurven fährt. Und das auch wirklich super einfach. Also im Prinzip ist es echt einfach nur einlenken und halt am richtigen Punkt raus beschleunigen. Mehr ist es nicht. Wenn du das drauf hast, dann wirst du mit dem Wagen deinen Spaß haben. Ja, wie immer könnt ihr mir natürlich sehr, sehr gerne Feedback geben zu sowohl Design als auch Setup natürlich, was euch gefällt, was euch eher nicht so gefällt. Denn im Endeffekt baue ich die Fahrzeuge ja für euch. Und wenn ihr merkt, okay, ich komme damit nicht klar, ich komme damit nicht klar, dann kann ich das ja in zukünftige Projekte eventuell einfließen lassen, damit ihr im Endeffekt mit den Fahrzeugen einfach besser klarkommt, weil das ist ja das Ziel eigentlich an der Sache. Wenn ihr damit nicht klarkommt und keiner den Wagen fährt, habe ich meine Zeit verschwendet. So einfach ist die Geschichte. So. Jetzt haben wir wieder eine nasse Strecke, aber auch hier wieder eine, die eigentlich relativ 50-50 ist, Leistung und Kurvenlage. Und der hier hat echt eigentlich ein gutes Zusammenspiel, wie ich finde. Kommt halt auch einfach dadurch, dass so viel Gewicht hinten anliegt, und zwar genau auf der Hinterachse, kommt er auch vom Start sehr, sehr gut weg. Und das ist auf jeden Fall schon sehr, sehr gut, was Porsche da fabriziert hat. Und ja, ich glaube, im Endeffekt war es die richtige Entscheidung für mich zu sagen, wenn ich einen Porsche performant aufbauen möchte, eine an die Motorsport-Variante zu einem Porsche rausbringen will, dann ist der GT3 RS einfach the way to go. Das war die richtige Entscheidung, finde ich. Klar, gibt es noch andere Porsche-Fahrzeuge, auf die ich auch sehr, sehr Bock habe. Wo vielleicht auch mal was kommen wird, Stichwort 918 oder so. Oder gerade auch wenn wir von Resto-Mods reden, gibt es ja auch einige klassische Fahrzeuge, so ein 959 oder sowas in der Art, mit dem man mal arbeiten könnte, aber ja, das hier ist doch definitiv ein grundsolider Einstieg, wie ich finde. So. Ja, was man jetzt sagen muss, der Wagen neigt mehr zum Übersteuern als zum Untersteuern. Was prinzipiell einfach für mich und auch für einige andere, die ich kenne, der angenehmere Fahrstil ist. Weil bei Übersteuern kannst du im Regelfall eingreifen, bei Untersteuern eher schwierig. Das ist halt, ja, ist halt die Frage, ob ihr damit besser klarkommt. Ich habe halt beispielsweise einer der Gründe, warum ich mich dafür auch entschieden habe, ist, weil mir beim Performante ein paar Leute gesagt haben, dass der denen zu untersteuert ist. Und dann dachte ich mir halt, okay, probierst es halt mal andersrum. Aber ja, ist halt die Frage, wie gesagt, wie kommt ihr damit klar? Schreibt mir das sehr, sehr gerne. Ich lese alles, auch wenn ich nicht darauf eingehe vielleicht, also wenn ich nichts drauf schreibe. Ich lese alles und nehme mir auch alles zu Herzen. So. Ja, auch hier, mit geringem Abstand vorne. 2 Sekunden auf der Strecke gegenüber dem anderen GT3 RS. Sind halt echt nicht ohne. So, ja, das Setup und das Tuning werden dann im Laufe des Tages hochgeladen. Und ich würde sagen, zum Abschluss fahren wir nochmal 2 Runden Edinburgh Grand Prix. Ah ja, by the way, der Edinburgh Grand Prix wurde jetzt hinzugefügt zu den Strecken unten in der
Unten in der Videobeschreibung habe ich hier eine kleine Tabelle angelegt, wo all meine Strecken zu sehen sind. Und da ist jetzt endlich auch der Edinburgh Grand Prix drin. Was definitiv eine Strecke ist, wo ich finde, die mir somit am meisten gelungen ist. Macht einfach super viel Spaß zu fahren. Da starte ich doch direkt erstmal die falsche Veranstaltung, wie man mich kennt. Und tatsächlich, und davon nicht erschrecken, habe ich hier 5 Runden eingerichtet. Für den Edinburgh Grand Prix tatsächlich. Weil das einfach echt eine Strecke ist, wo man in meinen Augen mehrere Runden fast fahren muss, damit man hier vernünftig Spaß hat. Ich kann natürlich auch eine Variante mit 3 Runden oder so freigeben, wenn ihr das wollt. Aber 5 war so für mich der Way to go einfach. So. Ja, ich würde sagen, das ist dann das letzte Rennen heute mit diesem Fahrzeug. Aber ja, generell kann ich auch sagen, ich hatte selten so viel Spaß dabei, mir den Wagen aufzubauen, als bei dem hier. Weil man eben echt so viele Möglichkeiten hatte, geht man noch mehr auf die Kurvenlage, baut man doch noch mehr Leistung rein und versucht das irgendwie auszugleichen. Und da wirklich so das Limit zu finden, wo ich mir persönlich sage, okay, stopp, hier hin und nicht weiter, das hat sehr viel Spaß gemacht. Und ja, das habe ich so ein bisschen bei einigen anderen Fahrzeugen vermisst, wo ich eben von Anfang an schon wusste, wo ich hin will. Wo ich eben nicht so unfassbar viel testen musste. Stichwort ZL1 beispielsweise. Da war mir eben von Anfang an klar, okay, dahin soll die Reise gehen. Aber ja, hier war es eben echt noch so ein bisschen rumexperimentieren. Und das hat mir sehr, sehr gefallen. Weil ich eben auch vorher, auch in Horizon 3 tatsächlich, noch nicht wirklich mit Porsche gearbeitet habe. Also nicht in dem Ausmaß. So, hier innen rein. Die Bremse sind halt auch geil. Also die greifen einfach. So, jetzt hier auf der Geraden wird schwierig gegen die Giratare, aber... Ja, dafür werden wir in den Kurven rankommen und der marschiert halt einfach auch nach 300 km/h noch einfach so weiter, ne? Also, das ist halt der Vorteil vom Sauger. Der beschleunigt einfach durch und gerade wenn er dann noch so bis 10.000 dreht, wie der hier, der zieht halt einfach durch, ne? Also, da brauchst du schon ein bisschen, bis du am Limit angekommen bist. Ja, macht ihr mal so, dann, oh Gott, da komme ich in gegen den Bordstein. Das sollte halt nicht passieren. Bordsteine können potenziell fatal sein. Eben weil das Fahrwerk verhältnismäßig hart ist. Und der Wagen dabei noch relativ tief liegt. So. Ja, noch eine Runde, bis ich den TT wiederholen muss. Generell aber auch vielleicht der Hinweis schon mal. Ich habe jetzt schon sehr, sehr viele generell schon krasse Fahrzeuge aufgebaut. Ebenso Performante, Pista, GT3 RS, Vulcan. Ihr kennt sie alle. Aber es werden auf jeden Fall auch noch etwas, ich sag jetzt mal, alltäglichere Fahrzeuge kommen, die dann nicht in S1 oder S2 hängen, sondern ein bisschen drunter. Und da arbeite ich auch schon an etwas, also da könnt ihr auf jeden Fall gespannt sein, was da noch so kommen wird. Ich sag mal so, ich habe in Horizon 4 noch sehr, sehr viele Pläne. Die alle umzusetzen wird relativ schwierig, aber... Das ein oder andere ist schon in einer guten Beta-Version. Ich denke mal nicht, dass ihr zu lange auf das nächste Animotorsport-Fahrzeug warten müsst. Aber da will ich noch nicht so viel versprechen. Ich muss halt auch sagen, dass ich persönlich einfach sehr viel Spaß daran habe, mir diese Fahrzeuge aufzubauen. Und das wird reichen für den TT.
Ja, sehr schön. So. Ja, dann, wie gesagt, Tuning und Design werden im Laufe des Tages hochgeladen. Das seht ihr dann am angepinnten Kommentar und in der Videobeschreibung, nicht in der Videobeschreibung, im Community-Tab vermutlich. Das war's dann für dieses Mal. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Däumchen nach oben freuen. Bis zum nächsten Mal. Servus.